Die Lebombo-Berge im Osten bilden die Grenze zwischen Swasiland und Mosambik. Es ist ein Mittelgebirge und in den Schluchten findet man schnell fließende Flüsse. Ideal für Abenteuerreisende. Hinter mir ist der majestätische Usutu-Fluss, eine Hauptabenteuerdestination im Königreich Swasiland für Whitewater Rafting. Und ich werde es versuchen. Swazi Trails ist ein hervorragender Abenteuerveranstalter und bietet täglich Rafting-Touren an. Der Fluss ist Stromschnellen vom vierten Grad. Gerade genug, um das Adrenalin hochzupumpen, aber sicher genug, um auch Kinder mitzunehmen. Sicherheit ist eine Priorität und bei Führungen ist man mit der neuesten Ausrüstung ausgestattet. Okay, you wanna keep it a little bit tighter than this, eh? Okay. In case you fall out, it will work. I don't wanna fall out. Try to. Yes. Der große Usutu ist der größte Fluss in Swasiland und sein Name bedeutet dunkelbraun. In der Beschreibung des Flusses durch das trübe Wasser. Aber nicht beirren, das Wasser ist sauber und sogar ein wenig kühl. Temperaturen sind nicht wesentlich mehr als 20 Grad Celsius. Die ersten paar Stromschnellen wurden genutzt, um eine Technik etwas zu verbessern. Aber das nutzte alles nicht, als sie die letzte Stromschnelle erreichten. Eine wilde Bestie. Ich nannte sie die Teufelstoilette. Sie saugte es unter, warf uns herum und zeigte uns, dass man Mutter Natur nicht an der Nase herumführt. Beängstigend, aber alles Teil der Erfahrung. Was für ein aufregendes Erlebnis. Nur die Sicherheitsausrüstung unbedingt empfehlenswert. Denn es kann sein, dass sie aus dem Boot rausfliegen und zurückschwimmen müssen. Neben Rafting bietet Swazi Trails Urlaubern eine ganze Menge erstklassiger Abenteueraktivitäten an. Wie Höhlenforschung, Abseilen und auch Tubing.